dann versuche zu essen. Ich schlaf mal wieder. Ich bin gerade mit der Mauer beschäftigt und habe ein bisschen Angst davor, dass ich mich ein Skelett gleich darunter snipert. Was durchaus passieren kann. Boah, habe ich ehrlich gesagt, dass ich diese Mauer dreifach machen will, für eine Dreierbreite? Was, das ist schon dreifach? Ich dachte, es ist nur zweifach. Naja gut, ja, es sind zwei Mauern, aber mit einem Hohlraum halt dazwischen, wo ich dann oben einen Holzweg drüber mache, dass er dort mit Pfeil und Bogen rumlaufen kann. Aber leck mich am Arsch, wir sind jetzt bei Folge, keine Ahnung, Paar 80 und ich bin ja noch nicht mal mit der ersten Reihe fertig. Ich bin vielleicht halb fertig, wenn es hochkommt. Oh Mann. Was kommt davon, wenn man zu viel plant? Wenn man sich das zu groß vorstellt. Oh, soll auch Glas mitnehmen. Gut, dass ich gesagt habe. Boah, ich habe ja als allererstes mit dem Gedanken gespielt, dass ich zwischen die zwei Lagen von Stein eine Lage komplett mit Obsidian mache, damit man da nicht so einfach durchbrechen kann durch die Mauer. Aber. Ja, genau. Aber ich glaube, so viel Obsidian will ich nicht farmen. Viel Spaß. Creative Mode wäre das was anderes. Ich sollte die Mauer auch ein bisschen ausleuchten, oder? Was wäre denn besser? Fackeln oben draufstellen oder Fackeln an die Wand ranmachen, an die Mauer? Ja, eigentlich beides, dass sie oben und nicht vorne oder neben dran spawnen können. Brauche ich noch eine Menge Fackeln. Aber dann ist wieder das Problem oben drauf. Okay, das würde ja eigentlich problemlos gehen. Aber dann an den Seiten da ein richtiges Muster zu finden, weil die Mauer ja auch höher und tiefer geht. Dass es ordentlich aussieht. Ja, das ist nicht mein Problem. Und dann würde ich immer noch gewisse Türme bauen, nach einer Zeit, dass man auch, wenn mal von außen was kommt, dass man hochgehen kann auf die Mauer, um die Gegner vorne dran mit dem Pfeil und Bogen runterzuschießen. Also. Ja. Ich reiße einfach den Stein hier ab und mache eine Mauer, die komplett aus Lava besteht. Das ist wohl das Sicherste. Stimmt doch eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja, aber dann musst du genug großen Sicherheitsabstand machen und. Ich habe ja schon die ganze Zeit überlegt, ob ich im Sinne der guten alten Zeiten. Du Wichser! Liegt ihr schon? Blöder Hurencreeper! Schleicht er sich auf die Mauer und jagt sich in die Luft! Also. Hurra gut! Ich glaube, ich werde hier nicht mehr richtig. Er ist ja wohl nicht die Wahr jetzt. Ja, doch, siehst du es ja. Die Mauer ist noch nicht mal fertig und schon wird sie attackiert, ey. Das ist ein Selbstmordattentat. Das war der Genghis Khan unter den Creepern. Das war Creeper Khan. Ich würde auch eine Mauer sprengen, bevor sie fertig ist. Das war Creeper Khan, war das. Ich hab den Creeper geschickt. Verdammte Mongolen-Creeper. Weil du mein TNT geklaut hast. Du hast ihm sein TNT geklaut. Ja, das, was er die ganze Zeit versucht hat, im Königreich zu blenden. Als ich ihn getötet habe, habe ich ihm das irgendwann mal abgenommen und dann in ein Lavabecken geworfen. Menno, ich wollte das TNT. Nicht mal für was Böses, sondern für was Gutes. Dann kannst du zu mir kommen. Ich habe eine Menge Sprengstoff, eine Menge Schwarzpulver. Weil hier überall Creeper sind die ganze Zeit. Boah, ich muss echt mal vorbeikommen. Ich lieg seit 2 Stunden im Bett.
Ich hab doch gesagt, ich kann die Nacht nicht schlafen, ich bin am Mauer bauen. Okay. Ich habe 20 Stacks Stein endlich gefarmt, jetzt kann ich endlich mal ein paar Fortschritte hier machen, bevor ich wieder die Lust dran verliere, die Mauer zu bauen. Dann könnte ich nämlich anfangen, eine Monsterfalle zu bauen, dass bei mir, wenn ein Monster vor der Tür steht, das in die Luft gejagt wird. Wie der Zombie, der jetzt gerade runterkommt. Hey, ich glaube draußen ist ein Frühgewitter, oder? Bei mir nicht. Noch mir nicht. Ich hab's gerade so angehört. Aber ich habe schon aus der Firma gehört, in Breitenbach, das soll es angeblich schon aus Eimern schütten. Also bei uns regnet es teilweise auch mit Hagel und so, also. Boah, diese kleinen Zombie-Skelette, die machen mich so wahnsinnig, ey. Ja, aber die kleinen Zombies in der Hölle, also die Baby-Zombie-Pigments, sind, wie ich jetzt auch gelernt habe, die Mobs, die am meisten Erfahrung droppen, abgesehen von Boss-Mobs. Echt? Mhm. Die droppen mehr als Enderman und Creeper und Skelette und was weiß ich alles. Okay, weiß ich auch nicht. Die einzigen... Du solltest mal mit denen nicht gleich einen Krieg anfangen. Sonst hat man ein paar Pigments als Gegner. Ja gut, man kann sich ja eine kleine Festung bauen. Ja, man kann vieles, wenn der Tag lang ist. Werde ich auch gleich mal machen. Ich werde gleich mal Zombie-Pigment werde ich gleich mal farmen. Wieso schwebt ihr einfach ein Block in der Luft rum? Was hast du denn? Weil er das kann. Weil das Minecraft ist und da öfter Blöcke schweben? Ja, da hast du auch irgendwas gemacht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Da bei meinem Lavabecken war so ein... Achso, da habe ich Bäume drumherum gepflanzt. Die sind wahrscheinlich jetzt schon abgefackelt. Achso. Ich habe 3 Bäume um das Lavabecken rum gemacht. Einfach um dich wieder dran zu erinnern, was damals geschehen ist. Jetzt müsstest du eigentlich eine Rückblende machen, wie deine Scheune brennt. Mhm. Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich der guten alten Zeiten will, mit einem Feuerzeug zu Gyrolds Kuhstall gehe. Einfach damit er weiß, wie sich das anfühlt, weil man die ganze Zeit an einem scheiß Tierstall arbeitet und das dann einfach angezündet wird. Das war doch nicht viel. Na warte, das bekommst du wieder. Du warst das, das haben wir analysiert. Ja, das warst du, weil meine Koppelfarm vorher da war und du hast die Bäume da hingesetzt. Das stimmt nicht. Die Bäume waren doch zuerst da. Nicht? Ziemlich nett dazu, die ganzen Folgen da rauszuschneiden und dann. Ja, mach doch. So viele unschuldige Tiere, die du getötet hast. Wer baut denn auch eine Cobblestone-Farm? Über der Erde auf eine Wiese. Ich weiß, wieso du schon so dicke Mauern ziehst. Du willst uns irgendwann alles wegsprengen und dann hat der so eine Schutzmauer. Ach, ich hab meine Tricks dagegen. Ich baue einfach eine Base und ihr meint, es wäre mehr eine Base. Und insgeheim baue ich mir unterirdisch unter euch durch. Dann sage ich nur noch, ich drücke auf den Knopf und dann, ja. Das wird jetzt dieselbe Höhe, glaube ich. Verdammt! Ich glaube, ich bin mit der Mauer mittlerweile über die Hälfte gekommen. Wahnsinn.
Das war verdammt viel Arbeit. Wo ist der Geroll jetzt wieder? Das gefällt mir nie, wenn er hier einfach so durch mein Königreich schleicht. Ja, ich hab die im Grundstück. Hast ja, du auch eins gekauft? Ja, das ja, ganz kleine. Hättest du mir nicht verkaufen sollen. Ja, ich bin der Herrscher dieses Landes. Wenn ich will, kann ich das immer noch zwangsverpfänden, wenn du hier nur rumlungerst. Ja, kannst du das? Ja. Gut zu wissen, das stand im Verkaufsvertrag nicht. Ist so. Wo stand das denn? Wo ist das Kleingedruckte? Das ist Kaufrisiko. Ja, ihr habt den Vertrag nicht gelesen. Ihr habt mir einfach die Sachen gegeben zum Kaufen und ich habe euch das Grundstück gegeben. Niemand aber von euch hat an dem Vertrag gefragt. Du hast auch nie einen Vertrag vorgelegt oder gesagt, dass was gibt. Also habt ihr das? Hast du uns das mündlich verkauft und ich habe einen Videobeweis, dass du mir das verkauft hast, ohne Vertrag und nichts. Das heißt, ja. Geralt will sich mein Anwalt sein. Wenn du als Anwalt hast, hast du schon verloren, bevor der Prozess losgeht. Ach nee, denke ich nicht. Sonst verteidige ich mich selbst. Was denn? Ey! Wirft einfach Müll auf mein Grundstück. Ja klar, verrottetes Fleisch ins Armendorf werfen. Du bist ein ganz schönes Arschloch manchmal. Ja, die schöne Blume hast du da weg, aber das verrottete Zeug müsst du hier hin, oder was? Hör auf, das ins Armendorf zu werfen. Was läuft da bei euch drüben, hey? Welches Armendorf? Ist es das, wo ich auch wohne? Nein, das Armendorf ist das, das vor der Mauer stehen wird. Ach so. Weil die es sich nicht leisten können, im Schutz der Mauer zu leben. Kann ich da auch ein Haus kaufen? Kannst du machen. Wie teuer ist das? 2 Holz. So ein großes Grundstück von 30x30 Blöcken, vielleicht 2 Erde oder so. Aber das ist schon ein ziemlich teures Grundstück. Was ist hier? Erde. Hast du etwa was gegen Arme, dass du das Armen-Ding so günstig machst? Nein, aber Arme sind nun mal logischerweise nicht reich. Ja, aber reicher als 2 Erde. Nein, nicht diese hier. Selbst, Geralt konnte sich ein Haus kaufen bei euch, bei dir im Königreich. Ja, aber das wird ja bald zwangsabwendet. Ach, das will ich. Das ist aber auch winzig, das Grundstück. Ja, was Größeres konntest du ja nicht leisten. Ich hatte da voll die coolen Spinnen gefangen, wollt halt so Haus. Spinnen sind dabei. Schon absolutes No-Go, allein wegen meiner Phobie. Ja, die auf einmal komme ich dahin, Alter, ist sie die am Töten. Was? Ja. Doch keine Spinnen als Haustiere? Nein, keine Spinnen. Dann muss ich mir das nochmal überlegen. Ich kann es jetzt theoretisch teurer verkaufen, aber es sieht ein gutes Haus drauf mit Bett. Ja, kannst du auch weiterverkaufen, muss nur jemand da sein, der es kaufen will.
Beziehungsweise der es kaufen will und es sich leisten kann. Also nicht der Gyrel zum Beispiel. Doch, doch, der kann sich das leisten. Der musste ja letztens erst schon wieder Eisen bei mir schnorren. Er hat gefragt, ob ich Eisen tauschen will, weil er nichts mehr hat. Dann habe ich gesagt, ja, Eisen gegen Gold. Ja, Gold habe ich nicht, Eisen. Ja, wegen wem? Weil du mich getötet hast. Das war danach. Davor auch. Ja, da habe ich dir alles wieder zurückgegeben. Nee. Habe ich dir alles wieder abgeworfen. Ein paar Sachen sind noch in der Kiste. Die kannst du gerne noch holen. Da, wo ich in der Hölle gestorben bin, da hatte ich, glaube ich, ein Stack Eisen oder so. Du hattest ein Stack Netherrack. Das Einzige, was du im Inventar hast, waren Netherrack, Glas, Steinmauern und Cobblestone. Erde, ein bisschen Holz und 7 Fleisch. Und das ist alles noch in der Kiste. Kannst du dir jederzeit holen. Die Koordinaten habe ich dir geschickt. Ist alles gesaved. Ja. Zu faul, um dahin zu laufen. Aha. Ah, was wieder. Weil jetzt habe ich voll vergessen, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich nur zu dir, um Sachen zu verzaubern. Aber dann hast du mich abgelenkt. Jetzt bin ich zurückgelaufen. Du die ganze Zeit wieder nur Ärger machst. So, ich bin mal unterwegs ins Königreich. Ein Schwarzpulver holen. Wo steht dein Amboss und dein Verzauberungstisch? Amboss steht in meinem kleinen Häuschen, wenn man in den Wald reinkommt. Der Verzauberungstisch, wenn du den Weg weiter folgst, und dann links runter im Zauberhaus. Voll kompliziert. Hey, cool, ich habe eine heiße Quelle gefunden. Das Problem bei mir ist, ich fange halt irgendwie als mit anderen Sachen an und lass die andere Sache halb da stehen. Mach ich auch. Aber ich brauche erstmal wieder Sand, um mein Ding weiterbauen. Ich glaube, bei mir hinten ist viel Sand, wenn die was warmen wird. Ach, Schweizer, für dich vielleicht nicht schlecht. Ich habe jetzt in meinem Garten Kakaobohnen angepflanzt, falls du was haben willst da. Ja, später für Kekse. Ich habe nämlich einen Dschungel gefunden. Oho. Dschungelholz auch mitgenommen? Ja klar, ja. Sonst kommst du die Kakaobohnen mit. Habt ihr wieder so unnötiges Gestein, wo ihr nicht mehr braucht? Ich glaube aktuell nicht. Wie komme ich jetzt eigentlich in deine Mauer rein? Ja, da ist halt die Sache, wir müssen halt unbedingt bald mal die unterirdische Bahn bauen. Du musst tatsächlich jetzt einmal komplett rum bis zum Tor laufen. Oder ich gehe einfach unterirdisch aufs Wasser. Bin drin. Stimmt. Ja genau, davor, da habe ich ja noch das Aquädukt gemacht. Genau. Willst du da nicht mal Eisentore also Eisengitter reinbauen? Ja, ich muss halt nur noch die Dinger craften. Ich wollte erstmal die Mauer fertig machen, bevor ich das, die einzelnen Verzierungen mache. Da kommen jetzt voll Monster rein, das ist dir schon bewusst, gell? Ach Quatsch, die